Hallo zusammen, die Ligasaison im Deutschen Skatverband 2019 ist ja bekanntermaßen seit einigen Wochen abgeschlossen. Nichtsdestotrotz hatte ich selber auch schon so das Gefühl, dass ich das Thema vor allen Dingen in der Breite noch nicht hinreichend hier in meinen Videos gewürdigt habe. Und das gleiche Gefühl hatte offenbar Olli, der hat mich gefragt: Hallo Daniel, könntest du nicht mal ein Video machen, in dem du die Bundesliga etwas näher erklärst? Wie werden die Punkte für die Mannschaften vergeben? Wo wird gespielt? Wie läuft so ein Wochenende ab? Etc. Gerne gehe ich da mal darauf ein und versuche das jetzt mal so in einem schnellen Überblick darzustellen, denn logischerweise danach habe ich hier, ihr seht das schon, eine Partie auch noch mitgebracht, auch aus der ersten Bundesliga vom letzten Spieltag. Das Spiel möchte ich gemeinsam mit euch noch aufarbeiten. Zu den Fragen von Olli: Grundsätzlich, Liga beim Skat verhält sich so wie in allen anderen Sportarten auch. Das heißt, das Ligasystem wird erstmal durch zwei Dinge ausgemacht. Erstens mal, es werden in Mannschaften gespielt, und zweitens mal, jede Mannschaft tritt gegen alle anderen Mannschaften an, sodass sich dann am Jahresende in der Tabelle ein sehr faires Ergebnis widerspiegelt, welche Mannschaft in dem Jahr eben am stärksten war. Beim Skat wird gespielt an Vierertischen. Das bedeutet, in einem Spieltag spielen eben auch vier Mannschaften gegeneinander, weil logischerweise am Tisch Spieler aus unterschiedlichen Mannschaften sitzen und nicht zwei aus der gleichen Mannschaft, die logischerweise dann ja schummeln könnten. Das bedeutet, daraus ergibt sich auch eine optimale Ligenstärke von 16 Mannschaften. Dann kann in 5 Spieltagen eben jede Mannschaft gegen jede andere spielen. Ich habe also immer drei Gegner. 5 Spieltage macht 15 Gegner, Gesamtligenstärke 16 Mannschaften. Beim Skat besteht eine Mannschaft aus 4 Personen plus Ersatzspieler. 4 spielen aber immer aktiv und einmal pro Serie darf gewechselt werden. Das ist an sich ein Konzept, was in allen Ligen, von den Bezirksligen bis hoch zur ersten Bundesliga, das gleiche ist. In der ersten Liga ist es allerdings so, dass ein paar Serien mehr gespielt werden, und zwar 4 Serien pro Spieltag. In den untersten Ligen sind es nur 2. Deswegen so ein bisschen die Wertigkeit ergibt sich dann natürlich auch darüber, dass je mehr Serien gespielt werden, desto geringer der Glücksfaktor ist. Und das Schöne auch, in Vierermannschaften hast du es dann in der ersten Liga quasi exklusiv, dass du am Ende der Saison wirklich fast jeden Gegner einmal gespielt hast. Ausgenommen natürlich jetzt hier die Ersatzspieler. Nur dadurch hast du dann tatsächlich auch den einen oder anderen Gegner mal verpasst. Aber die meisten hast du eben tatsächlich am Tisch gehabt. So, wie funktioniert jetzt so ein Spieltag und wie ist die Punktevergabe? Dazu können wir uns am besten einfach schon mal die Tabelle der letzten Saison nochmal angucken. Wunderbar über Skatguru seit 2 Jahren, glaube ich, zu verfolgen, live zu verfolgen, aber auch nachträglich noch wunderbar zu verfolgen. Die Gesamtwertung wird eben diktiert durch die Wertungspunkte. 40 zu 20 war hier das höchste Ergebnis. Und dann gibt es hier eben noch Spielpunkte. Im übertragenen Sinne ist das das Torverhältnis. Und zwar lässt es sich am leichtesten sehen, wie die Punkte verteilt werden, wenn wir hier mal auf Serienwertung gehen. Es spielen also in einer Paarung hier in der ersten Gruppe 4 Mannschaften gegeneinander. Hier zum Beispiel Zwickau, Dieburg, Hoya und Hillesheim. In dieser Serie hatte Zwickau die Nase vorn mit den meisten Spielpunkten. Das sind jetzt die Ergebnisse der 4 Einzelspieler einfach aufaddiert. Und daraus ergeben sich dann für den Sieger 3 zu 0 Wertungspunkte, für den zweiten 2 zu 1 Wertungspunkte. Die dritte Mannschaft bekommt noch 1 zu 2 Wertungspunkte und die letzte Mannschaft muss sich mit 0 zu 3 Wertungspunkten begnügen. Ja, und ja, letztlich, das ist eben herrlich, man kann hier bis aufs unterste Level reindrillen. Wenn ihr an die Tische geht, dann könnt ihr sogar sehen, wer gespielt hat, wie die Punkte waren, so auch das Spielverhältnis sehen und jeweils die 4 Ergebnisse einer Mannschaft aufsummiert. Das ist dann eben wieder das, was hier in die Serienwertung reinfließt. Ja, und dann sind wir eben wieder so weit, dass sich übers gesamte Jahr die Tabelle ergibt und wir am Ende in dieser Gruppe einen Meister küren dürfen und leider natürlich auch 4 Absteiger, denn im Skatverband gibt es 4 zweite Bundesligen. Aus jeder zweiten Bundesliga steigt eine Mannschaft auf und dafür gibt es aus der ersten Liga 4 Absteiger.
Gut, ich hoffe jetzt, ich habe nichts vergessen. Moment, ich schaue hier gerade noch mal. Ach doch, da haben wir noch was. Wo wird gespielt? Wie läuft es am Wochenende ab? Also, ja, in allen Ligen treffen sich die Mannschaften irgendwo bei einer Heimmannschaft, wie das eben beim Fußball oder anderswo auch der Fall ist. Nur quasi in der ersten Damen- und ersten Herren-Bundesliga finden sogar zentrale Spieltage statt. Das heißt, alle Mannschaften treffen sich in einem Hotel und spielen dann da auch in einem großen Spielsaal. Auch da ist es aber in der ersten Bundesliga inzwischen so, dass es bei 5 Spieltagen einen dezentralen Spieltag gibt, wo also die Mannschaften sich so ein bisschen regional treffen, nicht so weite Strecken zu fahren haben, und 2 zentrale Doppelspieltage. Ja, und wo haben die stattgefunden? Die letzten Jahre häufig in Rothenburg an der Fulda. Das hat in diesem Jahr wohl vom Hotel nicht mehr gepasst. Dann sind wir ausgewichen auf Braunlage im Harz. Im nächsten Jahr steht man nicht Magdeburg an. Also in welchem Hotel man sich trifft, das wechselt immer ein bisschen, je nachdem, wie es gerade passt. Und dann muss man eben sagen, an so einem Wochenende steht eben schon das Skat sehr im Mittelpunkt. 8 Serien werden gespielt an einem Doppelspieltag, 4 Serien pro Spieltag. Das sind dann insgesamt 16 Stunden netto Spielzeit. 5 Serien werden am Samstag gespielt und 3 am Sonntag. Und ja, da hat man dann typischerweise mit seinen ganzen Skatfreunden das Vergnügen. Logischerweise auch abends an der Bar oder morgens beim Frühstück ergibt sich nochmal ein kleines Zeitfenster, um auch so Kontakte zu knüpfen und zu hegen und zu pflegen. Aber beim Skat zählt eben am meisten doch das, was du am Tisch erlebst. Und da findet auch eben schwerpunktmäßig so ein Spieltag statt. So, das soll es dann für den Moment gewesen sein. Wenn ich da noch irgendwas vergessen habe, schreibt mir gerne noch eure weiteren Fragen in die Kommentare, dann kann ich da im Zweifel noch mal drauf eingehen. Und dann kommen wir jetzt mal zu diesem Spiel. Ich saß bei diesem Spiel in Hinterhand, schaute auf folgende Allerweltskarte. Vorhand wurde bei 18 Besitzer. Drückte die Karte, spielte Karo und eröffnete das Spiel mit dem Karo Buben. In Mittelhand saß Thomas Lorenzschig vom späteren Meister Euroskat Treuchtling. Der steuert übrigens nächste Woche auch das Rätsel bei, von daher ein guter Zeitpunkt, ihn hier mal vorzustellen. Ehre, wem Ehre gebührt. Späterer Meister, Top-Spieler, auch sympathischer Typ, war in diesem Spiel, muss man sagen, später ein wenig maulig auf mich und das Ganze zu Recht. Ich habe hier später einen kleinen Bock geschossen. So, erstmal geht er damit Herz Bube rüber. Da ist es ja noch ganz klar. Ich lege natürlich eine Trumpflusche, kann später mit dem Pik Buben noch einen Stich machen. Danach kam auf den Tisch Pik 7. Von mir der blanke König. Der Alleinspieler nahm das Pik Ass mit und zog jetzt einmal Trumpf von oben. Kreuz Bube, Trumpf Bild von meinem Partner, ich glaube, es war die Dame, kann jetzt auch der König gewesen sein, aber ich glaube, es war die Dame, von mir die Trumpflusche. In der nachträglichen Analyse würde man sicher auch feststellen, dass der Kreuz Bube hier nicht unbedingt die beste Karte vom Alleinspieler ist. Eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass er hier nicht unter durchgespielt hat. Vielleicht aufgrund, ja, des Pik Asses irgendwie ein bisschen die Nerven verloren. So ist es jedenfalls geschehen und jetzt kam Trumpflusche. Darauf wurde von Thomas hier das Herz Ass geschmiert. Ich musste mit dem Pik Buben rüber. Wir haben 17 Augen liegen. Und jetzt eben die Frage mal in die Runde: Wie sollte ich jetzt idealerweise das Spiel fortsetzen und warum? Drei, zwei, eins. Logischerweise, das erste beim Skat wäre natürlich gut, wenn ich mal angefangen hätte nachzudenken und ein bisschen zu zählen und einen Plan zu machen. Wenn man dann natürlich aus der Lameng spielt, und bei mir war es eben auch schon so ein bisschen so, der Drops war gelutscht, ne, du hattest schon viele Serien gespielt, dann einfach mal so Herz Ass gewimmelt, Herz 10 hinterher, das habe ich getan und das war nicht so eine gute Idee und ich denke im Nachhinein auch deutlich erkennbar nicht so eine gute Idee. Also immer zählen, immer nachdenken, immer einen Plan erzeugen, auch wenn es für dich um nicht mehr so viel geht. Das ist ein Tipp, den ich an sich allen anderen und euch natürlich auch immer mit auf den Weg gebe, aber muss man auch bei sich selber anfangen. Also, nachdenken heißt hier in dem Fall auch erst nochmal die Fakten sammeln. Es ist ja schon bekannt, der Alleinspieler hat einen Sechstrümpfer, er hat beide Trumpfrollen und er hatte das Pik Ass. Das heißt, er hat überhaupt nur noch 3 unbekannte Karten. Und vor allen Dingen, wir haben hier erst 17 Augen liegen, können also höchstens überhaupt noch 3 Stiche machen. Und wenn man das dann mal so ein bisschen durchrechnet, dann
stellt man eigentlich fest, dass das Spiel wirklich nur noch zu gewinnen ist, wenn wir alle vier fehlenden Vollen noch bekommen. Fehlende Volle sind in dem Fall eben Kreuz, Ass und 10, Herz 10 und die Pik 10. Das heißt, im Siegsinne müssen wir erstmal schon darauf hoffen, dass unser Partner noch mit der Pik 10 den Stich macht, dass auch kein Voller gedrückt ist, die Kreuz 10 also nicht im Keller ist, und dann können wir noch als weitere Zutat in unsere Überlegungen mit einbeziehen, dass das typische Muster bei einem Sechstrümpfer ist, dass der Alleinspieler noch einen Drilling dabei hat und eine Single-Karte. Das ist das, was am häufigsten vorkommt. Und es ist hier durchaus plausibel anzunehmen, dass Pik dieser Drilling sein könnte, dass also die fehlenden Piken jetzt noch 2 zu 2 stehen und unser Partner hier Thomas im zweiten Stich aus der 10 zu dritt ausgespielt hat. Denn wenn die Farbe länger wäre, dann also zu viert oder zu fünf, dann hätte er doch vielleicht auf dem langen Weg eher eine kurze Farbe gespielt. Also ich finde, das ist schon, ja, die Annahme, die die größte Aussicht auf Erfolg hat. Und wenn das also so ist, dass hier noch die Pik 10 sitzt, dass hier noch zwei Piken sitzen und da zwei Piken, dann hat der Alleinspieler eben noch eine unbekannte Karte. Die sollten wir jetzt mit dem Vollen treffen. Und das Problem bei der Herz 10 war jetzt nicht, dass das die Stechfarbe war und entsprechend hier festgehalten wurde. Damit war dieser Volle weg und das Spiel war nicht mehr zu gewinnen. Das Problem ist an sich folgendes: auch wenn Herz bedient wird, dann habe ich keinen Plan für die Kreuz 10. Dann geht das Spiel letztlich am Ende des Tages gar nicht zu gewinnen. Das heißt, wenn ich das eben einmal durchgerechnet hätte, mal angenommen, Herz 10 wird bedient und hinten fällt der König, dann haben wir 31 Augen. Dann können wir eben noch Pik 10 und Dame machen mit meinem Kreuz Ass und Kreuz Dame, sind wir aber eben nur bei 7 oder 58. Das heißt, Herz 10 war einfach keine Karte, die hier in irgendeiner der plausiblen Konstellation zum Erfolg führt. So ist es eben jetzt auch passiert. Stattdessen muss ich jetzt hier das Kreuz Ass ziehen und damit hätte ich dann auch tatsächlich hier die blanke Kreuzkarte, die blanke Kreuz 8 abgegriffen, den 21er Zwischenzug auf 38 und danach spielt sich das Spiel dann wie von alleine, dann ganz egal, ob ich eine kleine Kreuzkarte spiele oder Herz 8. Herz 10 hätte ich dann natürlich auch aufbewahren müssen. Ja, dann kommt mein Partner entweder ran, wenn der Alleinspieler abschmeißt, wenn er sticht, muss er eben selber mit Pik antreten. Und auf die Herz 10 geht eben mein letzter Voller. Das, denke ich, ist irgendwo schon erkennbar, dass dieser Plan die beste Aussicht auf Erfolg hat, also nicht die Herz 10 hier spielen, sondern Kreuz Ass, dann hätten wir das Spiel schlagen können. Hier lief es dann entsprechend so, Herz 10 wurde gestochen, hinten Herz Lusche. Jetzt war es zwar schon egal, ob hier Pik fortgesetzt wird oder Kreuz, es kam jetzt, glaube ich, Kreuz raus. Fielen auch gleich die 21, jetzt waren wir bei 38. Konnte ich Herz noch rüberspielen. Alleinspieler hat gestochen. Und ich glaube jetzt, ich weiß es nicht mehr ganz sicher, dass er selber auf noch Pik 9 Dame stand, entsprechend, dass wir tatsächlich hier nur noch einen Stich gemacht haben. Aber das wäre jetzt ja auch egal gewesen. Bei mir war sowieso dann nichts mehr zu wimmeln. Thomas macht hier noch den Stich mit der Pik 10 und der Kreuz Pik Dame kriegt von mir noch die Kreuz Dame. Wir sind also mal wieder sehr gut aus dem Schneider gekommen, deutlich über 50. Na, ich hätte auch mich vielleicht stolz abklatschen lassen, wenn eben nicht Thomas sich sofort aufgeregt hätte und mir ziemlich deutlich gemacht hätte, dass das eine Mistidee war, die Herz 10. Und dass ich da auch hätte drauf kommen können. Und da muss ich sagen, Thomas, ja, du hast recht, 100%. Das habe ich schlecht gespielt in dem Moment. Von daher bin ich am Ende der Saison dann doch froh, dass nicht mein Bock hier noch irgendwie die Liga zu entschieden hat, sondern damit gehen dann auch die herzlichen Glückwünsche erneut zu nach Treuchtlingen, die es in diesem Jahr das erste Mal geschafft haben, Bundesligameister zu werden.